Nach der Saison 2017 trat Niki Lauda als TV-Experte für Formel 1 Berichterstattung bei RTL zurück. Trotzdem ist das Aufsichtsratsmitglied der F1-Sparte von Mercedes weiter nah dran am Geschehen und freut sich schon auf den Saisonbeginn am Wochenende und ganz besonders auf den Auftritt des Weltmeisters aus dem eigenen Team. Lewis Hamilton ist gut drauf, nein, super drauf, eigentlich perfekt drauf. Ich würde sagen, schon 2017 war er stark wie nie. Schnell, fehlerfrei, fokussiert, mit sich im Reinen. Für mich der Beste, lobte Lauda den Briten in der Sportbild. Aber auch Valtteri Bottas sollte man nicht vergessen, betonte der 69-Jährige. Der Finne habe mit seinen starken Leistungen bei den Tests in Barcelona überrascht. Er ist nah dran an Lewis und hat noch Luft nach oben, freute sich Lauda. Beide haben viel Respekt voreinander. Ich gehe deshalb sehr positiv in erste Runde nach Australien. Einen erbitterten, stallinternen Zweikampf, wie noch zu Zeiten von Nico Rosberg und Hamilton, erwartet der dreimalige Weltmeister nicht. Beide Fahrer respektieren sich. Das ist anders als damals mit Nico, erklärte Lauda und blickte bereits auf den Grand Prix von Australien. Unsere Gegner sind anderen Teams, greift Vettel dank Motivationsschub an. Ferrari, Red Bull und Co. dürfen sich laut dem Österreicher jedenfalls schon mal warm anziehen. Insbesondere Sebastian Vettel, der in seinem vierten Jahr beim italienischen Rennstall endlich einen Titel holen soll, wird es zu spüren bekommen. Der Druck auf Ferrari und Vettel ist höher als bei uns, denn wir haben letzten Jahre ja andauernd gewonnen, analysierte Lauda, warnte jedoch im gleichen Atemzug, die Motivation, uns endlich mal vom Thron zu stoßen, ist hoch. So etwas setzt extra Kräfte frei. Dass es wieder zu unschönen Szenen, wie in Baku kommt, wo Vettel Hamilton einen Rammstoß versetzte, glaubt der 69-Jährige nicht. Das sei abgehakt, alles ist auf Null. Das ist für Vettel kein Problem. Er will seinen Titel mit Ferrari und weiß, dass er den Kopf braucht, um schnell zu sein. Deshalb geht Lauda davon aus, dass der Deutsche aus dem Vorfall in Aserbaidschan gelernt hat, Fahrer der Top-Teams auf einem Niveau. Neben Vettel traut Lauda auch Max Verstappen einiges zu. Der 20-jährige Red Bull-Pilot sei ein fantastischer Kerl. Die Kombination aus Jugend, Schnelligkeit, Aggressivität habe ich so noch nie erlebt. Wenn er klar im Kopf bleibe, könne er viel erreichen, aber auch Daniel Ricciardo könnte ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Titel geht. Insgesamt sehe ich Fahrer der Top-Teams aber auf einem Niveau. Jeder der sechs Piloten von uns, Ferrari und Red Bull, kann Weltmeister werden, betonte Lauda.